schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin heute hier mit Professor Dr. Helmut Rätzel und ich freue mich, dass du Zeit hast, Helmut. Ja, ebenfalls, nachdem wir uns jetzt vor ein paar Wochen kennengelernt haben, interessanterweise, und drauf gekommen sind, dass wir eigentlich Ähnlichkeiten oder ähnliche Interessen haben. Und so bin ich auch sehr froh, dass ich heute kommen kann. Also ich komme ja wirklich von der Spiritualität der esoterischen Seite und du von der wirklich wissenschaftlichen Seite. Mhm. Und ich muss auch mal sagen, ich bin ja froh, dass ich mich jetzt auch mit jemandem, der sich wissenschaftlich beschäftigt, auch zusammensetzen kann. Weil da ist ja oft so eine Trennung zwischen Spiritualität und Wissenschaft oder Esoterik und Wissenschaft. Das siehst du anders, oder? Ich sehe es genauso, dass es heute immer um Polarisierung geht. Die einen haben Recht und die anderen haben Unrecht. Dass das aber der große Benefit aus der Vergangenheit auch war, im Humanismus zum Beispiel, dass man den Dialog pflegt und daraus die Wahrheit findet, so finde ich das so spannend, dass ich kann sehr viel davon finden, dass sozusagen das Irrationale, das Übernatürliche, das Nicht-Erklärbare genauso Berechtigung hat wie das wissenschaftlich Nachvollziehbare. Aber wenn das immer so gewesen wäre, dass nur das Nachvollziehbare zählt, dann hätte man keinen Fortschritt gehabt in der Welt. Und im Wesentlichen verbindet uns das wahrscheinlich auch, dass wir das zulassen, den Dialog, und draufkommen, dass es spannend ist für andere, nämlich daraus einen Benefit zu ziehen, etwas Positives. Und du hast ja in dieser Kombination wirklich eine ganz persönliche Geschichte, auch Leidensgeschichte und auch Heilungsgeschichte gehabt. Ja, wenn ich nicht offen gewesen wäre für eine neue Form, dann würde ich heute nicht mehr leben. Ich habe mindestens zwei unheilbare Krankheiten. Ich habe seit 42 Jahren Multiple Sklerose. Alle, die in meinem Alter sind, leben heute nicht mehr oder sind im Rollstuhl. Ich laufe noch immer vom Böstlingberg herunter. Wer sich überzeugen will, kann gerne mal mit mir hinaufgehen und runterlaufen. Und ich habe aber trotzdem schon auch das Alter und trotzdem geht es mir noch besser wie früher. Und ich habe Zeiten gehabt, wo es gar nicht gegangen ist. Ich habe aber einen anderen Hintergrund auch. Ich glaube, dass ich komme eigentlich aus der empirischen Sozialforschung. Ich habe unzählige Studien durchgeführt, also ich weiß, was Empirie oder Evidence-Based ist. Und ich habe aus dem Grund, ich glaube aber, dass unsere Wissenschaft sich weiterentwickeln muss, nämlich in einer Offenheit, nämlich Irrationales auch aufzunehmen. Und da kommt jetzt das Zweite dazu. Ich war 36 Jahre lang Hochschulprofessor für Soziologie, Humanwissenschaft und Geschichte. Und das war das Interessante, dass die letzten 10 Jahre meiner Tätigkeit an der Pädagogischen Hochschule ich mit Geschichtestudenten mir herausgenommen habe, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten, lebt, versucht eure Ahnen zu erforschen und Grundlagen zu finden, ob da irgendetwas ist, was heute eure Lebensmuster beeinflussen, im Positiven wie im Negativen. Und das Interessante ist, das, was ich vorher schon gesehen habe in den Schulen, wenn ich Lehrer war, dass immer es klar war, wenn die Kinder irgendwelche Probleme haben, dass die Probleme sehr stark von den Eltern kommen. So habe ich gesehen, dass die Studenten dann ganz, ganz überrascht und erfreut waren, dass sie teilweise grundsätzliche Krankheitsbilder draufgekommen sind, weil immer dieselben Muster erfüllt wurden. Das heißt, so ausgedrückt, ich sage heute, wer seine eigenen Wurzeln nicht kennt, ist möglicherweise erstens einmal ein Entwurzelter. Er kann sich nicht orientieren. Daher ist auch das Übernatürliche, das sogenannte Esoterische und so weiter, auch eine Frage von Strukturen, einer Orientierung zu finden. Nicht krank zu werden oder Krankheit zu beseitigen oder zu lösen. Und das sind die verbindenden Dinge, wo wir möglicherweise ganz, ganz weitergehen, weil wir einfach einen anderen Zugang haben. Ich habe genau dieselben Erfahrungen in meinen Krankheiten. Ich habe dann schwerste Depressionen gehabt, wo ich nicht mehr im Leben war. Und da habe ich immer erlebt mit Dingen, wo ich mich beschäftigt habe, mit außergewöhnlichen Phänomenen. Allen möglichen. Astrologie, Astronomie, mit allem, was es nur gibt. Und ich habe etwas finden können in dem Ganzen, nämlich Orientierung, Muster, Strukturen.
Und da ist eben diese spannende Reise, die wir beide möglicherweise jetzt gehen können, wo wir andere einbeziehen können, die es auch wünschen. Wo immer wieder diese Diskrepanz ist da. Das ist nicht wissenschaftlich evidenz-based und so weiter, ist doch völlig egal. Es geht darum, wie können wir Menschen helfen, von welcher Seite her. Ja, was wirkt, ist die Frage. Und du hast jetzt mehrere Punkte schon angesprochen. Ich finde es ja auch, ich sehe es bei mir auch, immer wenn Eltern anrufen, ich habe ein Problem mit dem Kind, kannst mich du unterstützen, sage ich immer, okay, ich brauche das Kind nicht dazu, sondern mal die Erwachsenen kommen. Erstens einmal kann man da viel klarer und offener sprechen. Und das Nächste, was jetzt ist, es löst sich dann auch beim Kind. Ich arbeite nie bei den Kindern, sondern immer im Systemischen, maximal bei den Eltern, was sich da abspielt. Und normalerweise wirkt das dann auch beim Kind. Da geht es ja jetzt nicht um eine Schuldzuweisung, dass ich sage, ja, die sind alle böse. Aber was bewirkt etwas, was bewirken gewisse Konditionierungen, gewisse Gedanken und wie wirkt das auch weiter in die nächste Generation? Das ist ja spannend. Ne? Auch wenn es manchen gar nicht gefällt, immer die jung sind, sagen, ich möchte mal nicht diese Muster oder das alles übernehmen, was meine Eltern, meine Mutter, mein Vater, egal wie. Meistens wird es, ich möchte nicht das so werden wie. Und dann schauen sie sich das noch 50 Jahre an. Meistens sind dann die gleich geworden. Das heißt, unsere Gene manipulieren uns sehr. Und das heißt auf gut Deutsch, wir sind ausgeliefert. Nein. Und jetzt kommt unser Ansatz. Wir sind nicht ausgeliefert. Wenn wir uns nicht beschäftigen mit unseren Wurzeln, dann sind wir Entwurzelte. Wir können nicht einschätzen, was los ist. Und darum ist es wichtig, diese Wurzeln zu erkennen, sich damit zu beschäftigen. Ganz eine entscheidende Sache, die auch zu einer Gesundung, mehr Glück, weg von Krankheit oder nicht krank werden, ganz eine entscheidende Rolle spielt. Ich würde sogar sagen, ich bin natürlich jetzt auch aufgrund meiner Geschichten sehr stark im Therapiebereich, im Bereich Menschen zu helfen, ob jetzt Multiple Sklerose, Parkinson, Krebs, alles. Ganz offen gesagt, zu 90, 95% außer wenn außergewöhnliche Phänomene eintreten, sind es immer die Wurzeln, die uns eine ganz entscheidende Rolle spielen, warum manches funktioniert im Körper oder nicht funktioniert. Warum, wenn man so will, wenn man es jetzt energetisch sieht, negative Energien sich in Generationen fortsetzen. Ja. Oder negative Muster. Man erbt ja quasi wirklich das, was vorher war. Und man hat ja das im Energetischen, sage ich immer, man hat das als Potenzial im Feld. Ob das jetzt ausbricht oder nicht, jeder hat so diese Erfahrungen des Familiensystems, trägt jeder mit. Und ob das dann eben aktiv wird oder nicht, das hängt dann ganz stark eben von den Lebensentscheidungen ab, die wir treffen. Und die kann man ja selbstbewusst treffen oder unbewusst treffen. Und das macht dann schon einen riesen Unterschied. Ja, und die Idee ist, das jetzt von allen Seiten anzugehen. Es ist, glaube ich, für denjenigen, der sich nicht wohlfühlt, nehmen wir es einmal so, ob er schon krank ist oder ob er einfach das Gefühl hat, das passt nicht, ist es egal, wie ihm geholfen wird. Aber der entscheidende Ansatz ist, dass einem geholfen werden kann oder dass man einem auch sich selbst helfen kann. Und jetzt, wenn wir jetzt darüber reden, wird sich natürlich die Frage stellen für den Zuhörer, für die Zuhörerin, ja, kann ich da was ändern? Na, selbstverständlich. Ich habe mich lange beschäftigt mit eben Grundlagenforschung. Da gibt es in der Geschichtswissenschaft, Oral History, Grundlagenforschung, da gibt es so viele Ansätze, die aber jetzt zu viel vielleicht für den Laien sind, aber die eigentlich relativ schnell erlernbar sind, mit einfachsten Mitteln, aber auch, indem ich einfach offen bin und sage, jetzt beschäftige mich einfach mit meiner Vergangenheit, mit meiner Herkunft, mit meinen Wurzeln. Und genauso ist es natürlich auch im Energetischen. Wir haben überlieferte Rituale, vom Energetischen her, Familienaufstellungen. Wir kennen von den Naturvölkern gewisse Ahnenrituale, dieses von den Ahnen sich erzählen, das energetische Aktivieren von Fotos zum Beispiel. Da gibt es so viele Hilfsmittel, wo man sowohl im Inneren, im Spirituellen, im Unsichtbaren, als auch eben im konkret historischen
da forschen kann und dann ein Gesamtbild, eine Gesamtstruktur schafft eigentlich, eine Gesamtstruktur auch, die einen dann sowohl innerlich als auch dann wirklich im Äußerlichen wieder stabilisiert. Es ist nur sehr interessant, ich bin jetzt gerade wieder bei einem unter Anführungszeichen eigenen Forschungsprojekt, meine eigene Geschichte von 1945 bis 80. Die Geschichte von mir, vom Mangel, da habe ich noch gar nicht gelebt, vom Mangel bis zur Wohlstandsgesellschaft. Also auch die gesellschaftspolitische Dimension aufzuarbeiten. Und die erste Frage, wenn ich mit wem sage, kannst du mir etwas erzählen von Verwandten, hast, ich weiß ja nichts. Und wenn ich dann Bilder sage, dann zeig mir ein paar Bilder, dann zeig mir ein paar Dokumente und ich lege ihm was hin und plötzlich sprudelt es los. Mhm. Das heißt, nachdem ich gelernter Pädagoge bin, es gibt Methoden, du kennst Methoden, du hast schon ein paar erwähnt, wir haben miteinander Methoden, die wollen wir jetzt kultivieren, pflegen und den anderen beibringen. Und das muss dann gehen, dass ich relativ schnell diese Methoden auch in mir einlerne und sage, aha, und ich kann eins sagen. Alle, die sich damit beschäftigen, werden dann einmal sagen, die werden einfach plötzlich eine Akribie bekommen, weiter zu forschen. Es ist leider eine Sucht, aber eine positive Sucht, sich dann mit dem zu beschäftigen. Nur, es muss einmal der Antrieb, der Beginn, die Motivation entstehen. Und dafür, glaube ich, hätten wir bestimmte Methoden, die wir auch bieten. Und ich sage es nur einmal, was nämlich ganz entscheidend ist, ich merke es jetzt an der neuen Generation von Leuten, die sich mit dem nicht beschäftigen und sagen, super, neue Welt, Digitalisierung. Wenn Leute sich nicht mit ihrer eigenen Vergangenheit beschäftigen und das auch bewusst nicht wollen, dann gibt es sehr oft auch Gründe, dass sie etwas wegwischen. Und wer sich mit dem nicht beschäftigt auch, der hat auch ein Orientierungsproblem. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich herkomme, was alles ist, dann weiß ich auch nicht, warum bestimmte Muster in Generationen sich durchgesetzt haben. Ja. Und es ist interessant, es ist auch belegt, auch wissenschaftlich belegt, wenn in mehreren Generationen bestimmte Muster immer wieder gepflegt werden, Ernährungsmuster, Bewegungsmuster, Sprachmuster, Vorurteile, wenn die gepflegt werden, dann setzen sie sich auch in den Genen durch. Das heißt, ich kann tun, was ich will, ich bin programmiert. Auch wenn das manche als übertrieben sehen, das ist ja wissenschaftlich nicht belegt, aber wie kann es an allen belegen, wenn man das will? Da gibt es leider keine Forschung, wer will Geld für das finanzieren. Nur, es ist für mich belegt und ich kann es belegen, jeder, wer da will, dass das eindeutig ist, dass sich das manifestiert in mehreren Generationen hintereinander. Und das kann ich wirklich sagen, ist sozusagen evidence-based. Wenn immer dieselben Muster sind, dann manifestieren sie diese sich in den Genen. Um da rauszukommen, heißt immer, das ist dann die sogenannte Erbkrankheit. Ich glaube nicht an die Erbkrankheit, außer bei ganz, ganz schwierigen Fällen schon. Da kann man auch sagen, warum ist das so? Aber im Wesentlichen geht es darum, diese Muster zu durchschauen. Nummer eins. Zwei, zu durchbrechen oder neu zu programmieren. Oder vielleicht im positiven Sinn, diese positiven Muster, die man gehabt hat, zu pflegen. Okay, ja. Ich sehe das als positives Beispiel, wenn wer einen Migrationshintergrund hat, dass oft das Problem ist in diesem Dialog, bin ich da richtig? Wer mit seinen eigenen Wurzeln aus dem Migrationshintergrund wirklich pflegt, der lebt das auch anders. Und beide und nimmt das Beste aus beiden Kulturen. Ich habe viele Freunde, die haben das in beiden Kulturen gelebt. Ich habe sehr viele mit interkulturellen Menschen zu tun. Und dann gibt es welche, die haben das nicht verarbeitet. Und die leiden unter den Wurzeln. Ja. Und die haben dann ein Problem. Und leider auch, das habe ich sogar in meinem engsten Kreis jetzt erlebt, sterben sie früher, bekommen sie unerklärliche, für die klassische Medizin, unerklärliche Erkrankungen. Für mich sind sie erklärbar. Ja. Ich habe das auch, dieses entwurzelte, bei Migranten, mit Leuten mit Migrationshintergrund, das habe ich einfach gesehen, dass die wirklich so diese Wurzeln oft verlieren und dann wieder
ja, zwischen zwei Welten sind und eigentlich nirgends wirklich sind. Und das sieht man dann aber auch in den Nachkommen quasi. Also das, ja, wird immer labiler und immer wackeliger, die ganze Geschichte, und immer unsicherer. Und deshalb ist es ja eben wichtig, so dieses zu sich zu stehen und auch zu sagen, okay, das ist auch ein wesentlicher Anteil. Und gerade wenn man es jetzt hat, ich habe viele, die beim Jugoslawienkrieg da geflohen sind, eben dann, wo es dann ärgste Probleme, wo man es wirklich merkt in den darauffolgenden Generationen, wo das wirklich so, ja, wo das einfach sehr viel mit Alkohol, mit Suchtthematiken zu tun hat, wo es einfach wirklich, wo man merkt, okay, da sind schon keine starken Wurzeln da, keine starken Vorfahren, die sind schon gebrochen. Und das kann man eben, man kann das lösen. Das ist ja eben der Punkt. Man kann es erlösen. Und es ist dann auch wurscht, ob du sagst, ja, das ist jetzt innere Kinderarbeit oder sonst, egal welches Etikett man draufklebt. Es ist, man kann die Sachen unter Kontrolle bringen, und das ist das Wesentliche. Und da eine Methodik zu finden, das ist das, was wir uns eigentlich zum Ziel gesetzt haben. Genau, an dem arbeiten wir. Das heißt, wir haben, das Problem ist, wir haben nicht zu wenig, wir haben zu viel und wollen das jetzt auf den Punkt bringen. Ich sage nur ein konkretes Beispiel, was immer wieder auch aus meiner Praxis jetzt kommt. Konkreter Fall in letzter Zeit auch, ohne Nennung würde ich nie tun, von irgendwem. Ein Paar kommt, Beziehungsprobleme. Wir kommen überhaupt nicht zusammen. Im Grunde 90% aller dieser Bereiche des Beziehungslernens sind Wurzelforschung. Der eigenen Stammfamilie, wo die beiden Stammfamilien völlig konträre Wurzeln oder sogar ähnliche, aber leider nicht gerade fruchtbare für die Beziehungen gebracht haben. Und das jetzt aufzuarbeiten, zu sagen, weg damit oder neu anfangen, ist öfters so ein heilsamer Prozess, dass man weiß, dass wir Gefangene, oft Gefangene unserer eigenen Strukturen, unserer alten Strukturen sind. Ja. Und da können wir tun, was wir wollen und sagen, das ist eigentlich arg, dass man sagt, die Tradition, oder wir sind noch immer gefangen in dieser, man darf nicht in die Vergangenheit gehen, weil das könnte ja irgendwie, du kannst so nach dem Muster, wo es ja die böse Zungen immer wieder behaupten in Gemeinden, der Vater war schon ein Gauner, die Mutter war eine Gaunerin, daher kann der Bub noch ein Gauner werden. Und das geht's nicht, sondern es ist einfach, es liegt auf der Hand, dass diese Dinge uns beschäftigen müssen. Und ich glaube, dass es wieder an der Tagesordnung stehen muss. Wenn wir mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen haben, dann sollen wir uns das einmal anschauen. Und dann sagen wir, okay, wenn ich es selbst nicht schaffe, es gibt, das kann man lernen. Ja. Dazu werden wir auch was anbieten wollen, gemeinsam. Und dann sage ich, nimm das raus, wo du das Gefühl hast, da fühle ich mich wohl. Das Wichtigste ist, man sagt, jetzt ist mir alles klar, warum, und dann, dass man daraus eine Erkenntnis zieht. Ja. Und es spielt ja wirklich in alle Bereiche mit. Man kann es ins Körperliche, also im Bereich Gesundheit, man kann es in den Beziehungsbereich, in den Gegenwartsfamilienbereich reinziehen, auch ins Berufsleben, in den Erfolg, ja, in den Umgang mit Geld generell. Ja. Also das alles sind Sachen, die werden, die haben wir in den Genen, die haben wir oft schon reingeprägt bekommen, und man kann es eben umprogrammieren, aber es dauert einfach. Ich habe es zum Beispiel jetzt gemerkt, eben bei mir bei der Ernährung, ich habe jetzt wirklich, ich habe gesagt, bevor ich 50 werde, möchte ich das unter Kontrolle kriegen, weil ich nicht so enden möchte wie mein Vater. Also das will ich nicht, weil ich sage, okay, der ist bewegungseingeschränkt, ein Genießer, also nie ein Genießer, ein Genussmensch, aber ich habe nie gute Ernährung gelernt. Ja, das habe ich nicht gelernt. Und wenn ich so zurückschaue, dieses, ja, viel ist gut, ja, weiß auch, wie dann der Wohlstand mehr geworden ist, ne, viel ist gut. Und da habe ich jetzt ein Jahr gebraucht, bis ich es eingependelt habe, dass ich gesagt habe, ich schaffe das jetzt und das funktioniert jetzt, aber das habe ich trainiert. Es ist eine Umprogrammierung. Genau. Also geistige, man, da gibt es so viele Begrifflichkeiten, die, glaube ich, niemanden jetzt was nutzt, wenn man da jetzt sagt, was das alles wissenschaftlich evidenz-based wäre. Aber es ist entscheidend. Und wie gesagt, dieses Bewusstsein, warum ich eigentlich immer wieder, auch gerade im Gesundheitsbereich, ich kann sagen, ausgrund meiner eigenen Erfahrung, alle Menschen, alle väterlicherseits, alle Vorfahren von mir haben Krebs gehabt. Ich habe die Wurzeln genau erforscht, und mütterlicherseits, meine Mutter hat auch bestimmte Probleme gehabt, aber die hat sehr gesund gelebt. Und interessanterweise habe ich jetzt ihre Muster angenommen
Und die Muster meiner Rätselfamilie war Krebs. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir die Ernährungsgewohnheiten genau angeschaut und immer angeschaut, warum die alle Krebs gehabt haben. Was denn? Und was denn war? Es ist nicht nur die Ernährung, es sind auch psychosoziale Umstände, die immer dieselben waren und die dazu geführt haben, dass alle in irgendeiner Form mit Krebs aus dem Leben geschieden sind. Ja. Und ich habe gesagt, ich scheide nicht aus dem Leben mit Krebs. Es gibt ja für mich, ich behaupte derzeit an einem Buchprojekt arbeite ich, welche Krankheiten haben welche Wurzeln, wo kommen sie her? Und ich kann das immer wieder sagen, warum MS, warum Parkinson, warum Krebs, da werden aber sagen, um Gottes Willen, der weiß das, der kann das und so weiter. Ich kann das aber belegbar machen und dadurch kommen, und da kommen wir immer wieder dann zu den Wurzeln. Ja, und diese Krebsmuster, das ist ja eben diese Geschichte, habe ich am eigenen Leib erfahren, bei mir in der weiblichen Linie ganz viel Krebs, auch väterlich ganz viel Darmkrebs, also immer beidlinig belastet. Und ich habe auch gewusst, wenn ich jetzt in meiner Ehe bleibe, und das ist jetzt kein Schimpf von meiner Ex-Frau, habe ich gewusst, da werde ich nicht mehr lange leben, da hat es was. Und ich habe das absolut gespürt. Ich war noch keine 40 und habe dann darauf gepocht nach der Scheidung, ich möchte da jetzt eine Darmspiegelung haben. Die haben alle gesagt, ja Blödsinn, was willst du eine Darmspiegelung? Ich habe gesagt, schauen Sie eine. Und habe dann gelogen, dass ich sage, mein Stuhl ist auffällig. Mhm. War nicht auffällig, habe auch keine Schmerzen gehabt. Und was war? Haben sie Polypen gefunden und bei einem Polypen beginnen die Dysplasie. Ja. Und dann haben sie geschaut, mit 38 ist das aber ungewöhnlich. Und ich habe das habe ich gespürt und seitdem nichts mehr. Also das war mit der Trennung, war das wirklich erledigt und mit diesen Lebensumständen. Und das ist einfach, diese Muster trägst du weiter. Ja. Und da braucht man auch keine Angst davor haben, sondern man muss sich einfach bewusst sein, es ist da und dann arbeitet man. Dafür, dass sich das löst. Ja. Also und das ist altersunabhängig. Wie gesagt, vor mehr als 40 Jahren habe ich Multiple Sklerose bekommen. Warum war relativ klar? Die Muster sind für mich relativ klar. Mhm. Es hat noch andere Umstände, die werden wir auch einmal aufarbeiten, gegeben, aber relativ klar. Und es hat Zeiten gegeben, wo ich im Leben, zum Beispiel jetzt fühle ich mich ausgesprochen gut, jetzt schon seit 10 Jahren. Ja? Mhm. Warum? Weil ich eine Erkenntnis habe, weil ich aus dem etwas gelernt habe. Und das ist natürlich etwas, warum ich derzeit ja sehr massiv beschäftigt bin, auch privat überall. Jetzt noch, ohne dass ich ein Forschungsprojekt jetzt finanziert habe, mache ich private Forschungsprojekte, Geschichtsforschung zu betreiben, weil ich immer wieder auf neue Erkenntnisse komme. In diesem Bereich, die wirksam werden auch für Menschen, wo ich immer wieder verbindende Muster erfahre. Ja, und es ist einfach... Die Geschichte und die Geschichten sind ja da. Also man soll nur jemanden fragen. Auch oft Geschwister haben einen ganz anderen Blickwinkel auf die Eltern zum Beispiel, als man selber hat, weil die natürlich auch das Individuelle zusammenkommt, weil die Temperamente anders sind. Jetzt muss ich also eine Gegenfrage stellen, weil ich ja einiges von dir auch gehört habe und dann kommt noch immer der Vorwurf, naja, die... Esoterik und diese ganze irrationale Schiene und so weiter. Du weißt ja schon, wie ich dazu stehe. Aber trotzdem, glaube ich, war es notwendig zu sagen, was bietet das? Was machst du da dafür? Oder was sind deine Erkenntnisse, dass du sagst, wie wichtig das ist, das jetzt in den Griff zu bekommen und wo wir gemeinsam etwas lösen können? Ich denke, ich sehe es eigentlich so, dass die klassische Wissenschaft den Menschen maximal bis zu einem Nullpegel, einer Normalität wiederbringt, wenn der runtersackt. Ja, dass man sagt, man ist normal. Hm? Aber zur Inspiration, zu dem, dass man spürt, dass in einem etwas beflügelt, dass man wachsen kann und wirklich erwachsen kann hier, da braucht es meines Erachtens nach schon so diesen esoterisch-spirituellen Aspekt dazu, um eben wirklich noch einmal dieses ganze Bewusstsein, was man wissenschaftlich, was man empirisch sammeln kann, das auch noch einmal auf eine höhere Note zu bringen. Ohne jetzt zu sagen, das eine ist tiefer als das andere. Aber ich finde halt einfach, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass dieses... Ich habe mich oft gefragt, warum ich habe mit Anfang 20 begonnen mit dieser spirituellen Suche und ich habe wirklich lang überlegt immer, was bringt es mir denn? Was wollte ich denn eigentlich? Und ich spüre eigentlich, dass ich absolut in meiner Mitte, in meinem Frieden bin. Und egal, was passiert, egal, welche Dramen daherkommen, man spürt immer, es ist gut. Und man hat so eine gewisse Gelassenheit, kriegt man auch. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich weiß, was das Gemeinsame ist.
du versuchst, Strukturen wem zu geben und Orientierung. Und das schafft, dass wer nicht krank wird oder gesünder wird. Und ich versuche es von der anderen Seite, wobei ich natürlich auch näher bin bei der Medizinwelt, sage jetzt mal wie du. Aber das ist das, wo wir praktisch versuchen, es ist egal wie, aber versuchen wir den Menschen die Orientierung und die Strukturen zu geben, dass er selbst sich dorthin bewegt, seine eigene Gesundung in den Griff zu bekommen. Und es geht ohne Struktur, geht das nicht. Und das Wesentliche ist, ich gehe jetzt mal davon aus, wir bauen ja nicht jemandem was rein, sondern die Klienten, die Leute, die da kommen, die bauen sich ja selber dann ihre Struktur. Das ist ja das Wichtige. Das heißt, man ist ja nicht jetzt in einer, wie bei einem Guru oder so, der sagt, und das ist so und das musst du jetzt so tun, sondern das Fundament ergibt sich ja durch das Tun, durch das Erfahren, durch das Erleben, durch die Beschäftigung. Und auf einmal wandelt sich da was, ohne dass ich sage, das ist jetzt, das macht dann immer so, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das immer wieder, da legst du einen Schalter um und sagst, ah ja, genau, patsch, und auf einmal sind Sachen wieder geklärt. Und jetzt muss ich dorthin kommen und sagen, dass uns nicht, wer dir jetzt zuhört, sagt, ja, aber ich kann das nicht nachvollziehen, was ist das? Das, was wir jetzt hier denken, wollen wir ja verschriftlichen, beziehungsweise wollen ja daraus ein Konzept stricken, das wir anbieten wollen. Ja? Ganz genau. Das heißt, im Grunde geht es darum, in einem Seminar für diejenigen, die zuhören, für die Zuhörerin, für den Zuhörer, etwas anzubieten, dass er das selbst kann, dass er das selbst überlegen kann. Das klingt jetzt so übertrieben gut, wie sind die Gurus und schaffen das. Ich bin davon überzeugt, dass das in diesem Zusammenhang sehr wohl einen Fortschritt bringt für denjenigen, der sagt, ich möchte das selbst in den Griff bekommen. Und das ist eben etwas, diese Tools, diese Werkzeuge, die wir, wie viele Jahre Erfahrung hast du jetzt auf dem Buckel, Helmut? Ja, wenn ich jetzt so denke, ich habe ja 36 Jahre in der Lehrerbildung, dann mein Institut habe ich auch genauso lange schon, mein Forschungsinstitut und Beratungsinstitut, ja. Da werden wir, glaube ich, den von mir einblenden. Ja, das blenden wir alles ein. Das heißt, ich habe genügend Erfahrung und ich komme eigentlich aus der Konfliktforschung. Ja. Bei Großprojekten aus der Politik, man kann das übrigens nicht aus der Politik an, ich komme ja eigentlich von der Seite, dass ich diese Erfahrungen, die groß vom Megasystem jetzt auf das Mikrosystem Mensch anwende, das was unüblich ist eigentlich. Ja. Und ich komme eigentlich mit meinen Krankheitserfahrungen, bin ich in die, nehmen wir so in die Gesundungs- oder Medizinwelt oder Heilswelt, bitte vorsichtig mit dem Begriff, hineingeschmiert. Und das ist also sozusagen, im Grunde bin ich ein interdisziplinärer Wissenschaftler, der versucht, die besten Ansätze aus allen Wissenschaftsdisziplinen, wobei für mich ganz wesentlich ist die empirische Sozialforschung. Ich kann das alles belegen, dass das funktioniert, wenn man will, dass es belegt wird. Es gibt ja auch Gründe, dass manche das gar nicht wollen, dass man es belegen will, weil es natürlich auch andere gibt, die in ihrem Elfenbeinturm der Wissenschaft sich wohlfühlen, aus verschiedensten Gründen. Aber wir wollen das jetzt einmal versuchen anzubieten und sagen, wer will, der kann sich so ein Seminar oder auch eine Therapieberatung und so weiter gerne einmal versuchen, das anzugehen und kann sich überzeugen, dass es wirkt. Genau. Und Entscheidung ist für mich der Ausdruck, den ich immer sage, was wirkt, ist wirklich. Genau. Und ich gehe nochmal zurück auf die Erfahrung. 36 Jahre, ich bin jetzt dann beinahe 24 Jahre selbstständig, 130 Jahre Esoterik auf dem Buckel. Das heißt, wir haben da 66 Jahre, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Erfahrung, die wir da kombinieren. Aber jetzt machst du dich doch viel älter, als du bist. Na, so, oder? Du, ich werde 50. Ja. 30 Jahre Esoterik. Ja. Und ich sage jetzt nicht, wie alt ich bin. Ich bin ein bisschen älter wie du. Okay. Aber ich glaube, ich kann belegbar machen. Ich habe gesagt, wer mir das nicht glaubt, der soll mit mir auf den Böstlingberg gehen. Dann sehen wir uns nachher an, wer wirklich alt ist. Also es ist jetzt wirklich deine Chance, auch wirklich dabei zu sein bei einem Seminar mit Helmut und mir. Und es wird auch noch weitere Videos geben. Aber alle Details zu den Kursen, Daten werden eingeblendet. Auch Helmuts Homepage findest du in den Kommentaren. Und ich sage mal, danke fürs Dranbleiben.
Teil das Video, wenn du jemanden kennst, den das Thema vielleicht interessiert, auch Ahnenforschung, Wurzelforschung, und lass mir immer einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, lieber Helmut. Danke, ebenfalls.